Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Get Back in the Days in der Vinyl Edition von Fettes Brot. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zu Vinyl und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Fettes Brot mit Get Back in the Days live in Hamburg. Wir werden das Ganze mal aus dem Plastik befreien und uns dann die Vinyl in Ruhe ansehen. So, am besten hier zu öffnen. Das Seite. Also, so sieht das Ganze aus. Eine weiße Verpackung, eine weiße Hülle mit einem grünen T-Shirt drauf. Da haben wir ein Brot, ein Leibbrot auf der Brust zu sehen. Und hier lesen wir, Fettes Brot, Get Back in the Days, live in Hamburg. Auf der Rückseite haben wir stehen 2 LP Live-Album aus dem Mehrtheater Hamburg 2016. Eine DVD mit 2 Dokufilmen, einer über die Konzerte und einer über das Brot der frühen Jahre. Fettes Brot, DJ Axel und Pauli. Also DJ Axel, Pauli. Wir haben einige Features. Wir haben Features von Tobi, Mighty, Tobi und Bo, Fett Tony, Heißes Eisen, Sven Regener, Boy, DJ Rabauke, nochmals DJ Rabauke, Gase, Tobi und Bo. Also 5 Sterne Deluxe auch mit dabei. Dann haben wir hier noch die Credits und einen Barcode. Gut, von hinten sieht das Ganze so aus. Hier lesen wir auch nochmal Get Back in the Days live in Hamburg. Fettes Brot hier oben noch zu lesen. Und dann öffnen wir das Ganze mal. Also wir haben hier gleich eine Szene des Konzerts. Hier die 3 Herren. Also in der Mitte Boris, Dr. Renz und Björn. Auf der linken Seite haben wir eine Vinyl, klarerweise, also hier drinnen. Die Vinyl sieht so aus. Auf dieser Vinyl haben wir auch wieder einiges an Text und einiges an Bildmaterial. Hier ist auch noch eine Widmung. Könnt ihr euch natürlich hier im Detail durchlesen, einfach das Video kurz anhalten. Dann haben wir hier auf der Rückseite weitere Impressionen dieses Konzerts, also Fotos und jeweils die Texte, aus welchem Track der Bildausschnitt gerade entnommen wurde. Und die Vinyl ist oben rauszunehmen. In Gelb, also richtig knalliges Gelb. Und in der Mitte wieder das Cover. Also wir haben hier die A-Seite mit 3 Tracks. Und dann die B-Seite, oh, das ist schön gemacht, auch das T-Shirt hier umgedreht, die B-Seite mit 4 Tracks. Gefällt mir gut, dass die eingefärbt ist, dass es nicht so eine Standard klassische Schwarz-Vinyl ist, sondern in Gelb gehalten, das Ganze. Dann verstauen wir die mal wieder. Und auf der rechten Seite haben wir natürlich noch eine Vinyl und zusätzlich auch noch die DVD, die so aussieht. Also, wir haben hier die 2. Vinyl mit einigen Fotos wieder, inklusive der Beschreibungen, welchen Fotos, also welchen Tracks die Fotos entstammen. Hier geht es weiter. Also, sehr viele Leute hier beteiligt, sehr viel los auf der Bühne. Und auch diese Vinyl natürlich in Gelb. Wir haben hier einmal die C-Seite mit 3 Tracks und die D-Seite mit 4 Tracks. So sieht das Ganze aus. Sehr schön. Also ich feiere vor allem die Farbe. Dieses knallige Gelb gefällt mir echt gut.
das Ganze wieder hier zu verstauen. Und dann haben wir noch die DVD. Und zwar Fettes Brot, Get Back in the Days live in Hamburg, genauso wie auf der Vinyl schon. Auf der Rückseite haben wir nur die Info DVD und das Ganze ist so eine Papphülle, aus der wir oben die DVD entnehmen. Diese ebenfalls in gelb gehalten und hier lesen wir nur DVD Video FSK 0. Ansonsten keinerlei Informationen über den Inhalt gegeben. Und dann haben wir auch noch einen kleinen Flyer, einen Zettel dabei gehabt. Get Back in the Days 1992 bis 2000. Leckerschmecker, Remaster, mehr Musik, Fotos und Stories. Also hier andere Alben der Brote. Und dann haben wir hier auch noch Merchandise, so wie es aussieht. Fettes Brot Shirts, Merch und so im Shop auf fettesbrotshop.de. So sieht das Ganze aus. Ja, und das war's auch schon mit dem Inhalt zur Get Back in the Days Vinyl. Also wir haben einmal die DVD mit zwei Dokumentarfilmen und einer Doppel-Vinyl. Zwei Vinyls in dieser Hülle und das sind insgesamt 14 Tracks an der Zahl. Mein Favorit dieser 14 Tracks ist Track Nummer 5, May Beer. Damals wie heute eigentlich mein absoluter Favoritentrack von Fettes Brot. Ja, das war's für heute. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Fettes Brot unterstützen möchtet, findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.